Wir beginnen mit einem Vortrag, mit einer PowerPoint-Präsentation von Frau Dr. Cornelia Heinze. Frau Cornelia Dr. Heinze ist Mitglied der MEMO-Gruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Vielen von Ihnen sicher bekannt hier im Raum. Wenn nicht, wird sie vielleicht was dazu sagen. Um gleich Irrtümer vorzubeugen, hier geht es nicht um irgendwelche Arten von Versicherung oder von Finanzierung. Es geht um die Darstellung eines alternativen Modells zum deutschen, um das skandinavische Modell. Zu meiner Person. Ich kann persönlich auch einbringen Erfahrung aus der Altenpflege. In den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre während meines Studiums war ich als Altenpflegerin ohne Examen, Stationshilfe, in zwei Heimen beschäftigt, hier in Berlin. Das eine Heim war so unterirdisch schlecht, dass es dann geschlossen werden musste. Ich war dort als Stationshilfe am Wochenende, ohne irgendeinen qualifikatorischen formalen Hintergrund, für 16 bis 18 Leute alleine zuständig. Und das andere im Grunewald war ein Seniorenstift, wunderbar, tolle Ausstattung, aktivierende Pflege, nur Akademiker und besser gestellte Personen fand man dort. Niemand mit nur Hauptschulabschluss oder auch mit Realschulabschluss war dort als Bewohner vorzufinden. Ich war in den 90er Jahren Stadtkämmerin in Delmenhorst und dort unter anderem auch im Vorstand der Delmenhorster Heimstiftung. Also kenne von daher auch die Management-Ebene. Also das ist das, was ich an persönlichem, beruflichen Hintergrund mit einbringen kann, im System unterwegs gewesen in dieser Zeit. Und ich will nun den Versuch unternehmen, Sie in einem Parfumsritt vertraut zu machen mit wesentlichen Elementen eines alternativen Entwicklungspfades, nämlich mit dem skandinavischen Modell. Und Vergleich funktioniert immer nur, wenn man das eine und das andere gegeneinander stellt. Also Sie lernen nichts, wenn ich Ihnen jetzt nur referiere, so und so geht das in den nordischen Ländern. Der Vergleich mit Deutschland wird uns also permanent begleiten über meinen ganzen Vortrag hinweg. Zwei Blöcke. Im ersten Teil, konträre Systemwelten, richte ich den Blick auf zentrale Merkmalsunterschiede und gehe dann empirisch unterlegt auf zwei zentrale Unterschiede näher ein. Zweiter Block, Anspruch und Realität. Heute im Panel 1 war schon Thema gewesen, dass das, was so im Pflegeversicherungsrecht steht, dass das ja alles gar nicht so verkehrt ist. Dass da ja aktivierende Pflege und Ansprüche formuliert sind und die Realität ist eine andere. Also Anspruch und Realität in Deutschland, in den nordischen Ländern. Vier Betrachtungsperspektiven im Vergleich und es kann sein, dass ich auf eine Betrachtungsperspektive aus Zeitgründen nicht eingehen kann, aber die Folien liegen Ihnen vor. Systeme der Altenfürsorge im Vergleich. In den nordischen Ländern redet man weniger von Pflege und Pflegebedürftigkeit als von ältere Vorsorge, also die Älteren umsorgen. Grundlegend für die nordischen Systeme ist, dass der Staat primär verantwortlich ist. Und der Staat, das heißt etwas anderes, als es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wer ist diese Gesellschaft? Das sind Familien, das sind ehrenamtlich Tätige, das sind verschiedenste Akteure. Wer trägt denn hier die Letztverantwortung? Die Letztverantwortung, ganz klar in den nordischen Ländern, trägt der Staat. Servicebasiert, universalistisch. Universalistisch heißt,
es gibt keine Versicherungslösung, sondern wenn jemand Einwohner ist in einer Kommune, dann gibt es einen Rechtsanspruch auf Sachleistungen, deshalb, weil man Einwohner ist. Das ist etwas ganz anderes als eine Versicherungslogik. Eine Versicherungslogik denkt immer vom Risiko her. Es muss ein Risiko vorliegen, was versichert wird. Die verschiedentlichen W-Fragen, die ich richte an die Systeme, wer vor allem erbringt Leistungen, hier die häuslichen, was folgt auf Familie, wie ist die Steuerungslogik? Grundlegend verschieden. In Deutschland, der Hauptpflegedienst ist die Familie. Das sind dann in der Regel die Töchter, die Schwiegertöchter, in wachsendem Umfang auch Schwiegersöhne und Söhne. Dort, wo es nur ein Kind gibt und der Sohn steht dann vor der Frage, ja, pflege ich nun meine Mutter, kommt natürlich diese Frage auch immer mehr auf Männer zu. In den nordischen Ländern, Familie kann in die Rolle des informell Pflegenden sich begeben. Auf Basis eines Kontraktes mit der Kommune, auf Basis von Lohnersatzleistungen. Aber es ist nur ein kleiner Prozentsatz, der dies tut. In Norwegen etwa 7%, in Deutschland rund 50% aller Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt. Und zwischen 7% und 50% ist dann schon nochmal ein erheblicher Unterschied. Also professionelle Pflege, zentrale Zuständigkeit der Kommunen, damit des Staates und Familie, Markt hat eine ergänzende Rolle. In Deutschland ist es umgekehrt. Auf Familie, die familiären Ressourcen schwinden. Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, geringe Geburtenrate über Jahrzehnte, die gar keine Kinder mehr haben und in 20 Jahren selbst ins Rentenalter eintreten. Also die familiären Ressourcen schwinden. Frauen wollen berufstätig sein, wohnen nicht dort, wo ihre Eltern Pflege Leistungen benötigen. Was kommt nach Familie im deutschen System? Nach Familie kommt der Markt. Und wir haben ihn als Quasi-Markt schon zu annähernd 100% über die Trennung auch von Finanz- und Leistungserbringung. Dies im nordischen Kontext nur für etwa 20% gibt. Die Kommunen sind finanziell und andere Abteilung bei der Kommune, auch Dienstleister. Supervision findet dann auf der zentralstaatlichen Ebene eher statt. Also hier diese Trennung, wie in Deutschland, gibt es so nicht und es gibt auch so den quasi Markt nicht und Ehrenamt ist Sahnehäubchen, aber trägt nicht das System. Würden alle ehrenamtlich Tätigen sich verabreden, morgen nicht mehr im Einsatz zu sein und die ganzen nächsten 8 Wochen nicht im Einsatz zu sein, was würde in Deutschland passieren? In den nordischen Ländern würden die Dinge so weitergehen wie gewohnt, weil Ehrenamt diese Sahnehäubchenfunktion hat. Ganz wichtig, wie ist eigentlich die Steuerungslogik? Die Steuerungslogik in Deutschland ist inputorientiert. Was heißt das? Es gibt die Begriffe der Ökonomisierung, ich nenne eher den Begriff der Fiskalisierung, weil aus meiner Sicht das präziser benennt, was passiert. Es gibt ein Budget und dieses Budget ist durch den Beitragssatz zur Pflegeversicherung im Wesentlichen definiert. Und der Beitragssatz steigt nicht von Jahr zu Jahr. Eigentlich müsste er von Jahr zu Jahr steigen, um in eine Dynamik zu kommen in diesem System. Das passiert aber nicht. Deswegen gibt es ein feststehendes Budget, aber die Zahl der Älteren, damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Und was passiert nun? Mit konstanten Einnahmen muss ein immer größeres Leistungspaket bewältigt werden. Das führt zur Verschlechterung des Personalschlüssels, das führt zu immer mehr Teilzeitarbeit, weil sich so in den Heimen durchrationalisieren lässt. Das ist systemnotwendig im deutschen System.
dass es überwiegend Teilzeitarbeit gibt. In Dänemark sind annähernd 70% Vollzeit beschäftigt. In Deutschland sind 70% Teilzeit beschäftigt, weil man sie dann durchökonomisiert so einsetzen kann, wie man es benötigt, um wenigstens die Grundpflege hinzubekommen. Also input-orientiert. In den nordischen Ländern outcome-orientiert. Das heißt, zunächst wird definiert, welche Qualitäten wollen wir? Welche Betreuung wollen wir? Welche Assistenzleistungen? Wie schaffen wir es, dem individuellen Bedarf dieser Zehntausende und mehr von assistenzbedürftigen älteren Menschen gerecht zu werden? Und jeder ältere Mensch hat seine eigene Persönlichkeit und lässt sich nicht in ein Korsett passen von 3 Pflegestufen. Das kann nicht funktionieren. Also es wird zunächst mal definiert, was soll hinten rauskommen. Und dann hat die Finanzpolitik eine dienende Funktion, die Mittel bereitzustellen. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Für den Outcome in Deutschland ist überhaupt niemand verantwortlich. Denn alles ist zerstückelt. Die Akteure sind zerstückelt. Und zwischenzeitlich in der Pflege, wir haben es anschaulich vorgeführt bekommen im Panel 1, wird die Tätigkeit so zerstückelt, dass derjenige, bei dem die Leistungen angekommen werden, nur noch eine Nummer ist und als Person gar nicht mehr zählt. Also die Steuerungsphilosophie ist eine andere. Personalschlüssel an Minutenpflege ausgerichtet, dort orientiert an den wissenschaftlichen Standards, die von der Pflege vorgegeben werden, und die Pflege ist akademisiert. Und das eine hat mit dem anderen zu tun. Und familienbasiert subsidiär als Grundausrichtung des deutschen Systems meint subsidiär, der Staat hat und öffentliche Trägerschaften haben eine subsidiäre ergänzende Rolle. Privat kommt, auch privat, gewerblich kommt vor öffentlich im deutschen System, und familienbasiert heißt auch, und zwar seit 114 Jahren, also es hat sich wenig getan in der Pflege in Deutschland, es gibt den Elternunterhalt nach § 1601 BGB. Erwachsene Kinder sind gegenüber ihren Eltern unterhaltspflichtig. Wenn die Rente nicht ausreicht, um die Heimkosten zu tragen, dann muss man das Vermögen verwerten. Die Kinder werden herangezogen. Das ist längst abgeschafft in den nordischen Ländern. Wenn die Rente nicht ausreicht, zahlt der Staat die Heimkosten und der ältere Mensch bekommt dann ein Taschengeld, etwa 540 Euro im Monat, Taschengeld in Schweden. 2 Merkmale, empirisch unterlegt. Hier die Ausgaben pro älterem Menschen rechnerisch, pro Einwohner im Alter von 65 Jahren und älter. Und zwar standardisiert. Was heißt standardisiert? Nun, die Wirtschaftskraft in Norwegen ist mehr als doppelt so hoch pro Kopf wie in Deutschland. Wenn ich das nominal umrechne, dann gibt der norwegische Staat rechnerisch pro Einwohner 67 Jahre und älter, dort ist die Grenze gezogen, etwa 15.000 Euro aus im Jahr. Wenn ich es bereinige, dann sind es knapp 7.000 Euro. Was fällt uns auf, wenn wir diese Grafik uns anschauen? Uns fällt auf, dass das deutsche System sein zentrales Ziel erreicht. Das zentrale Ziel besteht nicht darin, gute Qualität zu gewährleisten. Das zentrale System besteht nicht in sozialer Teilhabe. All das ist Lyrik, nichts anderes als Lyrik. Und Sie können Beliebiges in die Gesetze reinschreiben. Wenn diese Ziele nicht durch die Strukturen und die Finanzierung unterlegt und gestützt werden, dann werden die Ziele nicht erreicht. Dann ist es nicht mehr als ein Appell an die Helden im professionellen Bereich und die Helden in den Familien, dafür zu sorgen, dass die Ziele erreicht werden. Die Politik ist fein aus dem Schneider. Also dieses Ziel wird erreicht, denn was Sie hier sehen ist, dass nominal rechnerisch auf den Einwohner 65 Jahre und älter bezogen,
die Ausgaben, die öffentlichen Ausgaben zurückgegangen sind bis 2007, 2008. Hier kam dann Ulla Schmidt mit ihrer ganz großen Pflegereform. Es gab ja schon x Jahrhundertreformen und es ging jetzt ein bisschen nach oben. Und wir werden vielleicht hier jetzt durch die zwei Pflegestärkungsgesetze, die auf dem Weg sind, dieses Niveau erreichen. Das heißt, wir haben eine weitgehende Konstanz. Wenn wir die Inflationsrate rausrechnen, hat sich nichts getan. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es zynisch, davon zu reden, dass man die Pflege aufwerten möchte. Ist es zynisch, davon zu reden, dass man für einen anderen Pflegebedürftigkeitsbegriff einsetzt, weg von der Minutenpflege und so weiter. All das kann unter diesen Rahmenbedingungen nicht erreicht werden. Die nordischen Länder bewegen sich in Konvergenz. Wir sehen das sehr deutlich an Finnland. Finnland ist ein nordisches Land, was erst seit den 60er Jahren überhaupt einen nordischen Typ von Wohlfahrtsstaat entwickelt hat und einen Rückstand hatte auch finanziell. Sie sehen, wie Finnland sich angenähert hat an Dänemark und wie der Abstand zu Deutschland sich annähernd verdreifacht hat. Hier noch relativ klein der Abstand, und hier enorm angewachsen. Die nordischen Länder sind in der Konvergenzbewegung und geben 3 bis 4 Mal so viel aus. Sie haben weniger ältere Menschen und haben einen ganz anderen Finanzrahmen zur Verfügung. Ich kann es jetzt auch noch anders darstellen, die Logik des High Roads. Was heißt High Road? High Road heißt ein positives Wechselfeld zwischen guten Dienstleistungen, guter Qualität von Dienstleistungen, guter Unterstützung auch von Angehörigen und guter Qualität von Arbeitsplätzen für diejenigen, die in diesem Bereich beschäftigt sind. Und der Low Road meint eigentlich das Gegenteil. Und wir sehen hier die Zahl derjenigen, die 65 Jahre alt sind und älter in Deutschland von Ende der 90er Jahre bis 2012 ist um fast 30% angestiegen. Aber die Ausgaben pro 65 und älter Einwohner sind nur um 8,8% gestiegen. Und damit bewegen wir uns in dieser Low-Road-Falle, dass schrumpfende, real kaum steigende Mittel eingesetzt werden müssen, um immer größere Leistungspakete zu stemmen. Und wir haben hier eine ganz andere Entwicklungslogik, wenn ich nochmal den finnischen Fall herausgreife, auch Zunahme der Älteren um nicht ganz 30%, aber die Ausgaben wurden verdoppelt. Finnland hat es geschafft, auf die wirtschaftliche Leistungskraft bezogen, um 1 BIP-Prozent zuzulegen. Und das würde auf Deutschland bezogen bedeuten, dass wir, um dieses Niveau zu erreichen, was Finnland heute hat, müssten wir die Ausgaben um mehr als 30 Milliarden Euro erhöhen für die Pflege. Und wir debattieren um 2,5 Milliarden, 5 oder 6 Milliarden. Es gibt eine Finanzierungslücke von 1 Milliarde. Das heißt, wir debattieren zusätzliche Ausgaben, die sich bei 10% dessen, was die skandinavischen Länder heute, und zwar das finanziell am schlechtesten aufgestellte skandinavische Land, heute schon ausgibt. Und jetzt bei der Wahl in Schweden gab es 3 Themen, nämlich Bildung, Pflege, Flüchtlinge. Das waren die 3 Top-Themen. Und debattiert wird, dass man viel mehr Geld ausgeben muss in Schweden. Das heißt, aus deren Perspektive geht es darum, wie erhöhen wir die Steuern, oder die Rechtspopulisten sagen, 80% weniger Flüchtlinge und wir haben mehr Geld für die Pflege. Das ist dann die rechtsextreme Antwort auf diese Fragestellung. Das heißt, aus deren Perspektive geben die noch viel zu wenig aus. Die Struktur, nur die formelle Pflege hier, betrachtet häuslicher Bereich. Ambulant ist dort nicht der Begriff, der kommt ja aus der Medizin, ambulant stationär, sondern es sind die häuslichen Leistungen. Und was wir hier sehen ist, Deutschland, hier habe ich Sachsen, bei Sachsen wird es noch deutlicher,
Ende der 90er Jahre, der öffentliche Bereich spielt hier sowieso keine Rolle, aber mehr als 50% der Heimbewohner waren in Heimen der frei gemeinnützigen Träger, überwiegend der Kirchen. Jetzt sind fast 60% in privatgewerblichen Heimen. Von der Marktöffnung Mitte der 90er Jahre, dem Abrücken vom Selbstkostendeckungsprinzip, haben die Gewerblichen ausschließlich profitiert. In ihren Reihen, und da gibt es natürlich dann immer rühmliche Einzelbeispiele, wo man dann die Ausnahmen findet, aber wenn man es im Ganzen betrachtet, lässt sich in diesen Bereichen Lohndumping noch leichter realisieren als im Rahmen von Diakonie und Caritas, weil Diakonie und Caritas unter einem anderen öffentlichen Rechtfertigungsdruck auch stehen. Also hier sehen wir Zunahme zwar der Privaten, das sind hier die frei gemeinnützigen und die Gewerblichen in Schweden, sehr deutlich von 14% auf knapp 19%, aber immer noch über 80% bei den Kommunen angesiedelt. Also es gibt immer noch ein Quasi-Monopol des öffentlichen Sektors und im institutionellen Bereich ist das noch viel deutlicher ausgeprägt. In Dänemark sind es gerade mal 1,3%, die nicht im öffentlichen Sektor institutionell versorgt werden. Und für den institutionellen Bereich gibt es, man kann sich für dieses und jenes Heim entscheiden, für Pflegewohnungen entscheiden. Es gibt Wohngruppen bei Demenzkranken, Wohngruppen von 3, 4 Personen, von 5, 6 Personen, wo 24 Stunden am Tag dann 2 Betreuer an Bord sind. Ja, das sind natürlich ganz andere Personalschlüsse, für die man sich hier entscheiden kann. Und Wartezeiten 3 Wochen auf einem Pflegeplatz, da gibt es einen Rechtsanspruch darauf. Also alles dieses gehört auch zu diesem anderen Entwicklungspfad. Am meisten Markt gibt es in Schweden. Schweden hat sich am meisten verabschiedet, ein Stück weit von dem, was traditionell die nordischen Länder gleichheitsorientiert prägt. Großes Thema seit ein paar Jahren in Schweden. Trotzdem, obwohl Marktöffnung Anfang der 90er Jahre, ich habe mal alle 290 schwedischen Gemeinden untersucht, in 200 Gemeinden, also das ist immer noch die ganz, ganz große Mehrheit, werden weniger als 10% dessen, was die Gemeinde ausgibt für die Altenfürsorge, ausgegeben für Leistungen, die Dritte erbringen. Nur in 24 Gemeinden, da fällt dann allerdings auch Stockholm drunter und Uppsala drunter, also einige größere Städte, sind es mehr als 30%. Ich komme jetzt, das hier oben nochmal eingekringelt. Ich komme zum zweiten Block. Die Lyrik im deutschen System, wunderbar, Pflegecharta. Ich zitiere, jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf eine an seinem persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflegebetreuung und Behandlung. Ähnliches steht in den Gesetzen. Das ist genau das, was in den skandinavischen Gesetzen über soziale Dienste auch steht. Nur, wie sieht die Realität aus? Wenn jemand einen Assistenzbedarf hat von 2 bis weniger als 6 Stunden in der Woche, gibt es keine Pflegestufe in Deutschland. Der Assistenzbedarf muss mindestens 90 Minuten am Tag betragen und die Grundpflege muss überwiegen und bei Pflegestufe 3, 4 Stunden Grundpflege, 1 Stunde hauswirtschaftliche Versorgung, auch bei weniger als 10 Stunden nein. In den nordischen Ländern mit einer gewissen Ausnahme hier noch in Finnland, weil nur in Finnland gibt es überhaupt Pflegestufen, 5 Pflegestufen. Die Pflegestufe 1 beinhaltet mindestens einmal in der Woche Unterstützungsbedarf. Die Pflegestufe 5 beinhaltet 24 Stunden am Tag Unterstützungsbedarf. Also ein sehr weites Feld, was hier abgedeckt ist. Nur soziale Betreuung in Deutschland funktioniert auch nicht.
vielleicht mit der Pflegestufe 1, bei demenziellen Erkrankungen nur Alltagsunterstützung, nein, freie Kombination, ja, das funktioniert. Und wenn ich mir nochmal die Heime anschaue, und hier hatten wir den Herrn, dessen Namen ich leider vergessen habe, der den drastischen Fall aus München geschildert hat. Und zu den drastischen Fällen gehört ja auch, dass Gerichte 110.000, 120.000 Genehmigungen erteilen pro Jahr für Fixierungen. Und wo nicht Fixierung, findet dann Sedierung statt. Das wäre aus der skandinavischen Perspektive Folter. Schlicht und ergreifend Folter. Im Einzelfall bei ganz schweren Erkrankungen mag Fixierung dann auch vorkommen. Aber der Grundsatz ist, das muss ausgeglichen werden durch entsprechend intensivere Betreuung und durch bauliche Veränderungen dahingehend, dass Demenzkranke sich ständig bewegen können, wie sie gerade den inneren Antrieb verspüren. Hier die zeitliche Struktur in Dänemark. Mehr als 60% bekommen überhaupt nur, weil es der individuelle Bedarf ist, weniger als 2 Stunden Assistenzdienste in der Woche. Nur diese Gruppe hier wäre nach deutschem Recht leistungsberechtigt. Nur diese Gruppe hier oben. Alle anderen wären nach deutschem Recht nicht anspruchsberechtigt. Und das heißt, alle die sind verwiesen auf Familie, auf soziale Netzwerke in Deutschland. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass dort, wo eine Pflegestufe zugewiesen ist, etwa zur Hälfte Angehörige die Pflege leisten, sondern die fallen ja alle durchs Raster und da gibt es dann nichts anderes als die sozialen Netzwerke oder die Angehörigen. Das hat zur Konsequenz, dass wir im institutionellen Bereich gar nicht so diese großen Unterschiede haben in den nordischen Ländern. Also ich betrachte hier nur die formellen Pflegequoten, aktuelle Zahlen 2011, 2012. Hier haben wir 4,1% Anteil bei den ab 65-Jährigen, in Dänemark 4,2, in Schweden 4,9. Also da ist nicht der große Unterschied, aber hier vielfach so hohe Anteile älterer Bevölkerung erhalten professionelle Leistungen, aber mit geringen Stundenkontingenten gemäß dem individuellen Bedarf. Und wenn ich die ab 75-Jährigen hier betrachte, dann gibt es noch diese präventiven Hausbesuche in Dänemark, wo so rund 30%, hier waren es jetzt 26%, der ab 75-Jährigen das in Anspruch nehmen. Und hier habe ich jetzt noch weit höhere Zahlen, also 5,9% in Deutschland und hier 27% in Dänemark, fast 44% in Island. In Island gab es einen fast Staatsbankrott, aber hier wurde nicht gespart und wurde nichts abgebaut, sondern das wirkte stabilisierend in der Krise, weil das Binnenökonomie war. Also man kann das auch ganz anders sehen mit den Krisen und wie sie am besten bewältigt werden. Ich komme zur Perspektive Prävention. Wir haben im Pflegeversicherungsgesetz, also im SGB 11, ganz klar den Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation. Und es gibt immer wieder Ansagen der Bundesregierung, Prävention zu einer eigenständigen Säule im Gesundheitssystem machen zu wollen. Ja, das ist so der Evergreen, immer wieder in den Koalitionsvereinbarungen. Aber wir haben nun das Problem, dass die Pflegekassen gar nicht Träger von Reha sind und gar nicht Träger sind von Rehabilitation. Es gibt kein Budget, es gibt kein Personal. Und selbst wenn man in das Pflegeversicherungsrecht reinschreiben würde, dass Pflegekassen Reha-Träger und Präventionsträger sind, dann hätten wir ja immer noch das Problem, dass jemand, der jetzt die Pflegestufe 3 hat und vielleicht durch Prävention in die Pflegestufe 1 kommen könnte, das natürlich gar nicht möchte. Er möchte natürlich die Pflegestufe 3 und das Geld, was damit verbunden ist, behalten. Das heißt, man müsste dann sicherstellen, dass jemand auf Dauer die Pflegestufe 3 behält, auch wenn er bei neuerlicher Einstufung eigentlich vielleicht gar keine Pflegestufe mehr zugewiesen bekommen könnte. Also es geht sehr viel weiter, als nur die Pflegekassen zu Reha-Trägern zu machen, wenn man das ernst meint. Und nun habe ich mir mal angeschaut, was wird denn ausgegeben
für Prävention. Jetzt nicht von den Pflegekassen, sondern von der Unfallversicherung, der Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung und so weiter. Und da dümpeln wir auf Einwohner bezogen so bei 6 Euro. 6,4 Euro waren das 2012. Dänemark gibt pro Einwohner, und zwar nur für Ältere, 124 Euro aus. Hat die Ausgaben gesteigert von 57 Euro auf 124 Euro und gibt, Deutschland hat 15 mal so viele Einwohner wie Dänemark und hat 17 mal so viel Menschen 65 Jahre und älter als Dänemark, aber Dänemark gibt mehr Geld aus für Prävention und zwar nur bezogen auf die Älteren. Also da findet Prävention wirklich statt und damit auch das Hinausschieben des Eintritts von Pflegebedürftigkeit. Das will ich jetzt ganz kurz überspringen. Zum familienbasierten System gehört auch, dass es keinen nationalen Demenzplan gibt. In keinem Land mit familienbasiertem System gibt es einen nationalen Demenzplan, der mehr ist als irgend so ein lockeres Bündnis, wo sich die Ministerin Schleswig hinstellt und sagt, also wir haben da jetzt mal so und so weiter und sind da wieder so ein schönes Netzwerk. Hat sie ja vor kurzem gemacht. Also da baue ich nicht so drauf. In den nordischen Ländern ist das in der Umsetzung. Ich könnte Ihnen jetzt viel zu Norwegen hier vortragen. Das überspringe ich, um noch zum Personal zu kommen. Auch hier, die Pflege soll gestärkt werden. Die Bundesregierung zielt darauf ab, die Attraktivität der Gesundheits- und Pflegeberufe zu erhöhen, steht im nationalen Sozialbericht von 2014. Ja, wenn wir uns mal die Gehälter anschauen und der Herr hinten hat Zahlen gebracht, so roundabout, Kaufkraft bereinigt, kann man sagen, verdienen die Pflegekräfte in den nordischen Ländern ein Viertel bis ein Drittel mehr, wenn ich es bereinige. Die Preise sind ja dort auch höher, also man muss es natürlich bereinigen. Und die Ausbildung generalisiert. Und das heißt eben Schaffung von Professionen mit eigener Wertigkeit, die dann auch ganz anders auftreten, selbstbewusst auftreten. Natürlich auch in den Streik eintreten, um ihre Rechte durchzusetzen. Das gehört zum Arbeitnehmerstatus. Aber wenn ich ein System unterhalte aus dem Geist des Konservatismus und aus dem Geist des Caritas, wie wir das in Deutschland tun, dann sind die Hürden emotional und von der Grundeinstellung her für seine Rechte zu streiken enorm hoch. Und wenn ich das so schön zerstückle und niemand hat eine Letztverantwortung und jeder hat so für ein Teilelement nur eine Teilverantwortung, dann greift natürlich dieses Prinzip von Teile und Herrsche. Das funktioniert wunderbar. Und das ist mit einer Erklärung für den geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. In den nordischen Ländern, der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der Pflege ist höher als in der Industrie, ist höher als im Maschinenbau, höher als in der Automobilindustrie. Liegt bei etwa 90% und er ist bei den Frauen höher als bei den Männern. Also auch hier ein völlig anderes System, aber die sind ja auch praktisch alle bei der Kommune beschäftigt. Die haben ja sozusagen zu 80% einen gleichen Arbeitgeber und die im privaten Sektor sind natürlich dann auch gewerkschaftlich organisiert, weil sie orientieren sich am öffentlichen Sektor. Also das ist ganz wichtig, die generalisierte Ausbildung mit Spezialisierung. Am besten bezahlt in Schweden werden die Nurses, die man vergleichen kann mit den Altenpflegefachkräften, die auf Gerontologie hin spezialisiert sind. Es gibt ja so diese Angst immer in Deutschland, dass es eine Abstufung beinhalten würde, wenn die alten Pflegefachkräfte ihre grundständig andere Ausbildung verlieren, weil sie ja mehr sind als nur die Krankenpflegefachkräfte. In den nordischen Ländern gilt das Gegenteil. Die Altenpflegefachkräfte auf Basis dieser generalisierten Ausbildung decken all das ab, was die Krankenschwester, die Gesundheitspflegerin kann und zusätzlich das, was man benötigt, um ältere Menschen vernünftig zu betreuen, weil Alter ist keine Krankheit. Also verdienen sie tendenziell am besten. Welche Pflegefachkraft verdient in Deutschland am besten? Nun, das ist die OP-Schwester. Und dann kommt die Anästhesieschwester. Das heißt, das sind diejenigen, die die schmalste Spezialisierung haben.
Also genau auch hier der konträre Ansatz. Und wir sehen das jetzt hier nochmal. Die Schlüssel auf 1000 Einwohner, hier etwa 40. Und dort bewegen wir uns bei 3 bis 4 Mal so viel Personal. Auf Teil- und Vollzeit bin ich schon eingegangen. Und das ist nun meine letzte Folie. Und sie bezieht sich auf die Akutpflege, also auf den Krankenhausbereich, weil das die aktuellste Studie ist, nämlich das Nurse Forecasting Project, was von 2009 bis 2011 lief, in 12 europäischen Ländern. Aus den skandinavischen Ländern waren 3 vertreten, nämlich Norwegen, Schweden und Finnland. Norwegen hat den besten Personalschlüssel, nämlich auf eine Pflegekraft kommen 3,3 Patienten. Hier die Pflegefachkraftrelation und hier dann das sonstige fachlich gebildete Betreuungspersonal. In Schweden sind es 4,2, Finnland ist im mittleren Bereich 5,3 und wo ist Deutschland? Hier 13, das waren ja die Zahlen, die heute schon benannt worden sind, 10,5. Deutschland hat zusammen mit Spanien den schlechtesten Personalschlüssel. Nur die Nurses in Spanien dürfen mehr als die deutschen Pflegefachkräfte. Und das ist auch ein Grund dafür, dass viele Deutschland jetzt schon wieder verlassen, weil sie sich nicht angemessen eingesetzt fühlen. Vieles, was sie bislang ganz selbstverständlich getan haben, da brauchen sie dann irgendeine Anordnung vom Arzt. Und das betrachten sie als unter ihrer Würde. Aber wir haben mit Spanien gemeinsam, dass wir hier über einen sehr schlechten Personalschlüssel verfügen. Quintessenz, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zugeschlagen mit allzu viel Fakten, aber die Quintessenz ist, wir müssen sehr viel grundlegender an das Thema Pflege herantreten und unsere Grundphilosophie, unsere Grundideen auch kritisch hinterfragen. Wenn wir mehr wollen als wieder ein paar Pflaster auf die am meisten kläffenden Wunden zu kleben. Und diese Pflaster halten dann auch nur für 2 oder 3 Jahre. Und das ist eigentlich das, was die großen Pflegereformen in der Vergangenheit getan haben. Mehr war immer nicht drin. Ich danke für die Aufmerksamkeit.